Nee, ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich wollte euch nur überraschen mit einem Corona-Schutzschild. Das ist jetzt nämlich fertig. Ein Prusa-Design. Stark improvisiert, aber vielleicht erfüllt es ja seinen Zweck. Ich weiß es nicht. Der obere Teil ist 3D-Druck, das hier ist gelasert und hier unten ist noch so ein Teil. Ja, na gut. Ich glaube, hier brauche ich das nicht. Das ist das ja, was jetzt hier auch auf den Drucker läuft. Ich schiebe das hier mal eben rüber. So. Das ist also schon die ganze Zeit im Gange. Es dauert leider volle 6 Stunden. Da sind 2 von diesen Kunststoffteilen drauf. Und die Druckzeit ist immerhin pro Teil 3 Stunden, also auch nicht ganz wenig. So, ich habe jetzt mal alles abgestrichen, was wir gestern schon besprochen haben. Und setzt da an. Und ich denke mal, wir machen das wie gestern. Wenn irgendwelche Zwischenfragen sind, zögern wir nicht lange und machen das lieber sofort. Das hält die Sache auch ein bisschen, macht die Sache ein bisschen lebendiger, denke ich mal, als wenn ich hier irgendein Programm abspule. Worüber ich noch was erzählen wollte. Achso, erstmal wollte ich noch mal zeigen, was aus dem Druck gestern geworden ist. Das geht ganz schnell. Nee, Moment. Das geht ganz schnell nur dann, wenn man es bedienen kann. Wo war das jetzt hier? Bildschirmfreigabe. Da. Wir brauchen das. So, diesmal bin ich schlauer und versuche nicht mit der Kamera irgendwie rumzulaufen, sondern habe das einfach mal mit meinem Handy aufgenommen. So sieht der Druck heute Morgen aus. Die ganzen Lichtleiter kleben also unter dieser Plattform, kopfüber, so ähnlich wie irgendwelche Fledermäuse unter der Decke. Und jetzt müsste man also die Plattform an dem Drucker entnehmen und das Ganze mit einem Spatel dort herunterhebeln und dann mit Isopropanol waschen und so weiter und so weiter. Also das ist aus dem Druck geworden, den wir gestern hatten. Wie komme ich zurück? Da oben. Stopp. So. Was bei diesem 3D-Druck gerade jetzt auch auf dem Prusa oder generell auf diesen Druckern, die mit Filament arbeiten, immer das Kritischste überhaupt ist, das ist die erste Lage, die gedruckt wird. Die allererste Lage, die der Drucker also praktisch auf die Plattform bringt. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Alle Folgelagen werden ja über den Schrittmotor gesteuert und haben deshalb, wenn die Mechanik nicht völlig schlecht ist, konstruktionsbedingt immer denselben Abstand. Und selbst wenn das ein bisschen, dass die Plattform unten uneben ist, die Folgelayer haben immer den Abstand, der durch den Schrittmotor und die Software vorgegeben ist und der stimmt normalerweise präzise. Aber den ersten Layer, den ich drucke, der entsteht natürlich aus der Distanz zwischen dem Druckkopf und dem Druckbett. Und da gibt es mechanische Toleranzen bei jedem Drucker. Und der muss aber, dieser Abstand muss sehr genau stimmen. Denn die Wurst, die hier vorne aus dem Extruder rauskommt, muss beim Druck ein ganz kleines bisschen platt gedrückt werden, damit die nebeneinander liegenden Würste auch zusammen verschmelzen und dann wirklich auch eine zusammenhängende Fläche ergeben. Wenn das nicht hinhaut, mal sehen, ob man das sehen kann, dann kommt da so etwas bei raus. Hier hat man also einen Druck gehabt, wo der Abstand nicht gestimmt hat. Und die einzelnen Fäden liegen einfach lose nebeneinander und haben keinen Kontakt. Das kennt also auch jeder, der sich mit so einem Drucker mal irgendwie herumgeärgert hat. Im Idealfall also ist der Abstand so präzise, dass der Druckkopf die ganzen Kunststofffäden auch so ein bisschen wie so ein Bügeleisen zusammenbügelt. Das wäre der optimale Fall. Wenn der Druckkopf zu niedrig ist, dann hat er wieder so eine Funktion wie so ein Schneepflug und pflügt das ganze Kunststoffmaterial links und rechts zur Seite. Das ist jetzt nicht immer so kritisch, wie es sich anhört, weil die nächste Lage auch noch ein bisschen was wieder ausgleichen kann. Aber trotzdem, das ist eine knifflige Angelegenheit. Und selbst wenn man mit einer Schichtdicke arbeitet von 200 μ, 20 μ sind da schon 10%. Und 10% Material oder nicht ist der Unterschied, ob es klappt oder ob es letztendlich nicht klappt. Das ist also tatsächlich ziemlich kritisch. Ein zweiter Punkt, der unangenehm ist, der Durchmesser hier von dem Filament, der hat eben auch seine Toleranzen. Und daran unterscheidet sich auch gutes Filament von schlechtem Filament. Die schlechten Filamente haben einen großen Unterschied in der Dicke. Und auch da ist es so, dass ein relativ kleiner Unterschied in der Dicke, geht ja quadratisch ein, die Materialmenge ändert. Und auch wieder der Unterschied ist zwischen pappt gut zusammen oder haut nicht hin. Es fehlt immer noch ein Drucker, der das jederzeit oder dynamisch ausmisst und dann seine Fördermenge anpasst. Das wäre ideal, aber sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Also lohnt es sich da, Filament einzukaufen, was eine Nummer besser ist und an dieser Stelle mit wirklich geringen Toleranzen auch gefertigt ist. Sonst hat man da ein Problem. Es gibt auch Leute, die sich die Mühe machen, das jedes Mal vorher auszumessen, wenn sie den Hersteller des Filaments wechseln. Naja gut, man kann immer beliebig viel Aufwand treiben, das ist nun mal eben so.
Also die erste Schicht muss hinhauen. Und man muss auch, wenn so ein Drucker läuft, wenn er die erste Schicht druckt, daneben sitzen. Das geht nicht anders. Wenn auf der ersten Schicht was schief geht, das haftet nicht, oder der Drucker fängt an, das aufzurubbeln, dann kann man es nur noch abbrechen. Da kann kein vernünftiger Druck mehr draus werden. Ist die erste Schicht in Ordnung, dann kann man das auch schon mal alleine lassen, das Gerät. Und es gibt ja auch Leute, die lassen das tagelang drucken oder über Nacht. Kann man machen, wenn man weiß, was man tut. Aber die erste Schicht habe ich mir auch angewöhnt, so langweilig wie das auch ist, setze ich mich oder stelle ich mich daneben und warte ab, bis er damit durch ist, um sicherzugehen, dass da nichts passieren kann. Ja, das ist ein Punkt. Also der zweite Punkt ist natürlich, neben der korrekten Höhe. Ach so, übrigens, da haben alle Hersteller so ihre Patente, wie sie versuchen, dieses Problem zu lösen. Der Cruiser macht es mit einem induktiven Näherungssensor hier auf der rechten Seite und misst jedes Mal, wenn ich den Druck starte, den Abstand an mehreren Stellen aus. Das kann er machen, weil er hier auf einem Metallbett druckt. Es gibt viele Drucker, die benutzen eine Glasscheibe. Das sind alles so Vor- und Nachteile. Die Glasscheibe ist porteben, das ist sicherlich ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass sie aber Wärme schlecht leitet. So, diese Metallplatte hat den Vorteil, dass sie Wärme wunderbar leitet, aber sie ist flexibel. Das hat den Vorteil, dass man die Objekte, die man gedruckt hat, mit einem Zack hier auch ablösen kann. Aber der Unterbau ist nicht unbedingt immer so porteben, wie man sich das wünscht. Ich habe das bei unseren Druckern auch schon mal dann ganz sorgfältig nachgemessen und nachjustiert, weil es absolut entscheidend ist. Natürlich auch, dass der Abstand über die gesamte Fläche gleich ist. Es gibt also da auch das Problem, dass das manchmal nur auf der linken Seite stimmt und auf der rechten Seite ist der Abstand wieder irgendwie anders, dann hat man auch verloren. Gut. Neben diesem Problem ist dann auch die Haftung auf dem Printbed von entscheidender Bedeutung. Klar, wenn das Material nicht vernünftig haftet, dann wird es irgendwann abreißen. Speziell, wenn man sehr hohe Objekte hat, wie so eine Vase, dann entstehen natürlich auch Kräfte. Wenn hier oben gedruckt wird und das ist hier unten auf dem Board drauf, dann habe ich eine gewisse Hebelwirkung und brauche eine gewisse Haftung, sonst geht das schief, eine gewisse Fläche unten. So, und diese Haftung ist ein ganz großes Thema. So eine Mischung aus Alchemie und Voodoo, möchte ich mal sagen. Denn das hängt sehr stark ab von dem Material, was hier auf dem Druckbett drauf ist. Da gibt es allerlei Spezialfolien auch, die man darauf kleben kann. Und es hängt von dem Material ab, das ich für den Druck verwende. Wenn ich PLA nehme, ist das alles nicht so kritisch. PET, was wir hier nehmen, hat den Vorteil, dass es auch sehr elastisch und sehr bruchfest ist. Und das hat zum Beispiel das kuriose Problem, dass es am Bett zu stark haftet. Es gibt aber auch umgekehrte Fälle. ABS, glaube ich, habe ich noch nicht so viel mitgemacht. Das sind eher so Materialien, die eine Tendenz haben, zu wenig zu haften. So, und nun geht's los. Ich drehe mal eben die Kamera wieder um. Ich hatte schon gesagt, Voodoo. Und da gibt es dann eine ganze Branche, die da irgendwas fabriziert als Gegenmaßnahme. Also wenn die Haftung zu gering ist, dann nehme ich dieses Teil hier. Das ist, sieht aus wie ein Lippenstift und hat so ein bisschen ähnlich wie so ein Pritt-Klebestift. Da ist also so ein Zeug drauf, was man dann hier auftragen kann, um die Haftung zu verbessern. So, anderer Fall. Ich habe etwas, was zu stark haftet. Dann gibt es hier einen Fensterreiniger, kein Witz. Das ist ein Fensterreiniger mit Abperleffekt, ganz wichtig. Denn die Dinger mit Abperleffekt haben irgendwelche Nanopartikel drin und die reduzieren tatsächlich die Haftung, weil sie hinterher da drauf bleiben. So, dann kann man auch so ein bisschen spielen, ob man mehr oder weniger aufträgt. Also es hat wirklich was mit Voodoo zu tun und da kann man eine Menge Zeit mit verbringen, erstmal sowas zu finden, was für einen funktioniert. Deshalb empfehle ich auch nicht unbedingt, da mit 1000 verschiedenen Materialien herum zu experimentieren. Man muss jetzt im Grunde genommen jedes Mal wieder den Punkt finden, wo das Ganze vernünftig arbeitet und funktioniert. Stichwort Materialien. Gestern hatte ich erwähnt, für den Formlabs haben wir so ungefähr 10 verschiedene, die der Hersteller selber anbietet. Der Prusa ist da ja nicht so anspruchsvoll. Man muss also das Material nicht bei Prusa kaufen. Die bieten zwar Material an, muss man aber nicht. Das Angebot an Filament ist völlig verrückt. Ich habe jetzt mir das irgendwie hier notiert. Wo ist es? Da. 3D Jake ist zum Beispiel so ein Anbieter. Da findet man 25 verschiedene Kunststoffsorten, teilweise auch Kunststoffe, die gefüllt sind mit Kupferpartikeln oder mit Holzpartikeln, solche Geschichten. Oder ganz modern natürlich mit Kohlefaser, klar, das gibt es auch. Also ungefähr 25 verschiedene Kunststoffe von 21 Herstellern und die listen nicht weniger als 1300 Varianten an Filament. Das extra nochmal überprüft, dann gibt es jedes Filament nochmal in einer anderen Farbe und so weiter und so weiter. Also ein erschlagenes Angebot.
Und da ist es also wirklich schwierig, die Orientierung zu behalten und das Geeignete zu finden. Und ich habe ziemlich viel Filament ausprobiert und hatte dann endlich was, was für uns okay war und auch nicht so teuer. Ja, und 14 Tage später war es nicht mehr im Angebot. Das kann natürlich auch passieren. Und dann geht die Sucherei wieder von vorne los. Und man versucht ein Filament von einem anderen Hersteller, muss teilweise die Parameter neu bestimmen. Und damit sind wir bei den Parametern. Parameter gibt es bei diesem Drucker zuhauf. Das ist nicht nur die Temperatur des Extruders selber, das liegt meistens so im Bereich 200, 240 Grad irgendwo um die Ecke. Dann gibt es noch als Parameter die Temperatur des Druckbetts hier unten. Und dann schauen wir jetzt mal in den Slicer rein, denke ich, um zu sehen, was es dann noch alles gibt. Wo habe ich ihn versteckt? Da. Ach so, wieder Bedienungsfehler, sorry. Ich muss auf Freigeben gehen, so geht das. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Moment. Da, wieso sehe ich da kein Bild? Ist das zu sehen? Kurzes Handzeichen bitte. Ja, okay. Das ist der Prusa-Slicer. Und da sieht man einen wunderschönen Drachen. Der hat leider nur einen Kopf und nicht zwei Köpfe. Ich habe keinen gefunden mit zwei Köpfen. Der ursprüngliche Plan sah auch so aus, dass ich die vor Ort drucken wollte, etwas kleiner. Dass da vielleicht auch jeder einen mitnehmen kann. Und an dem Modell hier kann man so ein bisschen was zeigen. Wir können nämlich mal, achso, wir gucken erstmal von der Seite. Ich hatte schon erwähnt, dass es für diesen 3D-Druck ganz bestimmte Designkriterien gibt, die man einhalten muss, damit das mit dem Druck auch wirklich hinhaut auf so einem Drucker. Und dieses Ding ist ein wunderbares Beispiel dafür. Da war also jemand am Werk, der genau wusste, was so ein 3D-Drucker kann und was er nicht kann. Das ist so perfekt entworfen, dass man das Teil ohne jeden Support auf so einem Drucker tatsächlich auch drucken kann. Woran sieht man das? Naja, hier die Zacken zum Beispiel hier. Diese Stelle mit dem Winkel befindet sich oben und die andere Neigung unten. Würde diese Zacke andersrum hier angeordnet sein, könnte ich sie nicht so ohne weiteres drucken. Dann hätte ich hier unten eine Fehlstelle mit großer Wahrscheinlichkeit, weil der Drucker die horizontal hier einen Faden, nur sehr eingeschränkt natürlich drucken kann. Der hängt ja praktisch im Moment des Drucks in der freien Luft und müsste also mit einem zusätzlichen Lüfter gekühlt werden. Das klappt mehr oder weniger gut. In der Regel klappt es nicht hundertprozentig. Und die ganzen Winkel, die man hier sieht, sind alle so gehalten, dass der Drucker das auch wunderbar hinkriegen kann. Und das ist der Grund auch, warum dieser Drachen mit seinem Kopf hier so nach oben hustet. Im Grunde genommen sinkt er ja. Das heißt auch irgendwie sinkender Drachen. Warum geht er mit dem Kopf so nach oben? Das hat genau denselben Grund. In dieser Ausrichtung kann ich es wunderbar drucken. Wäre der Kopf jetzt an dieser Stelle horizontal, könnte ich es nicht drucken mit dem Drucker unten. Oder ich hätte hier womöglich von hier unten ausgehend Stützstrukturen hier die ganze Strecke hoch, um den Kopf zu stützen. Also das hat jemand gemacht, der sich da schon sehr mit auskennt, muss ich sagen. Das ist auch mit das schönste Modell, was Prusa mitliefert. Und wir können jetzt mal, kleinen Moment, zum Thema Parameter schalte ich mal um auf die Slicer-Ansicht. Schwupp. Und jetzt können wir mit so einem CT oder MRT in das Modell reingehen und uns anschauen, was der Drucker da eigentlich macht. Das ist hier also haarklein zu sehen. So, und da kann man erst einmal, ich stoppe mal an dieser Stelle, da kann man sehen, der Hals ist hohl, um Material zu sparen. Das hier ist Vollmaterial. Wegen der dünnen Struktur macht das Sinn, damit das mechanisch ausreichend stabil ist. Und hier haben wir ein Infill. Das heißt, hier in den großen Bereichen von den Flügeln wird nicht mit Vollmaterial gearbeitet, sondern das Ganze wird mit 15% Infill hier ausgefüllt. Auch wieder, um Material und Zeit zu sparen. Gut, gehen wir mal weiter runter. Hier sind die Strukturen dünner, da ist man wieder auf Vollmaterial gegangen. Können wir weiterschauen und dann sehen wir, dass auch der eigentliche Drache unten zu einem nicht geringen Teil hohl ausgeführt ist, wieder aus denselben Gründen heraus. Das würde jetzt bei einem Drucker mit Harz wieder Probleme machen, weil man dann das Harz da möglicherweise nicht rausbekommt. Obwohl ich sehe, weil dieses Ding hat hier unten eine Öffnung. Das macht mich stutzig. Wahrscheinlich hat da aber die Öffnung ist an der falschen Stelle. Na gut, ist wahrscheinlich doch nicht für Harz geeignet, denke ich mal. Also in diesen Bereichen würde das Harz eben nicht abfließen, ist sowieso Quatsch, was ich erzähle. Das Ding kann man so definitiv nicht auf einem Harzdrucker drucken. Da hätte man hier überall flüssiges Harz am Ende noch drin. So, das kann man hier, also den Slicer finde ich alleine auch schon optisch sehr schön gemacht. Und ich habe es mir inzwischen auch angewohnt, wenn ich irgendetwas drucken will, dann schaue ich mir das hier in Ruhe erstmal vorher an, was der Drucker machen will.
Denn da gibt es viele Optimierungsmöglichkeiten, auch was den Infill anbetrifft. Hat er also x verschiedene Strategien. Womit wir jetzt da sind, wo wir hin, wie werde ich dieses Bild los? Kleinen Moment. Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, nämlich wir können mal eben bei den ganzen Einstellungen kurz, nur kurz gucken. Moment, ich gehe mal in den Expert-Modus. So, und da gibt es nämlich Einstellungen ohne Ende. Moment, wieder falsch. Ich brauche die Printer-Settings. Endlich haben wir es. So, ich gehe nur mal auf Speed. Es ist nicht so, dass so ein Drucker nur eine Geschwindigkeit hat, mit der er die ganze Zeit druckt, sondern er hat für jede Situation eine getrennt einstellbare Geschwindigkeit. Wir haben also hier für den First Layer, also für die erste Schicht, die wie gesagt sehr kritisch ist, weil sie auf dem Printbett, wer geht denn da? Auf dem Printbett haften soll, kann man dafür in der Regel auch eine niedrigere Geschwindigkeit einstellen. Und hier gibt es für diese Bridges, also für diese kritischen horizontalen Überbrückungen von irgendetwas, gibt es auch eine extra Geschwindigkeit. Dann nochmal die Geschwindigkeit, wenn er gar nicht druckt, also nur für das schnelle Verfahren und so weiter. Also es sind einfach wahnsinnig viele Parameter und im Grunde genommen auch viel zu viele. Da kann man also stundenlang herum optimieren, wenn man das möchte. Infill, das war die Füllung genauso. Wir haben hier also hier oben die Density, wie viel Material zum Füllen benutzt wird und dann eine ganze Liste von Algorithmen, die auch nicht alle ganz fehlerfrei sind, wenn man sich das genau anguckt. Da zahlt man auch erstmal Lehrgeld, wenn man damit experimentiert. Und Ziel muss es auch sein, dass der Drucker, wenn er so ein Infill erzeugt, nicht so ganz kurze Wege macht. Es gibt auch Infills, da muss der Kopf ständig absetzen. Also der Faden wird abgesetzt, er verfährt, setzt wieder auf, macht weiter. Solche Operationen führen dazu, dass der Kopf wie verrückt hin und her zittert und hoch und runter zittert. Und das geht natürlich auch irgendwann auf die Mechanik. Wenn ich nur einen Druck mache, ist das vielleicht nicht so wild. Aber wenn man die Dinger teilweise 400 oder 500, 600 Stunden drucken lässt, dann geht das, dann ist das natürlich schon ein Faktor, der sich auch auf die Lebenserwartung von dem Drucker und der ganzen Lagerung in irgendeiner Art und Weise auswirkt. Ja, also Einstellmöglichkeiten. Ich habe jetzt nur zwei rausgesucht, gibt es hier also wie Sand am Meer. Und zum Glück ist es bei Prusa zumindest so, dass die hier jede Menge Einstellungen mitliefern. Auch für verschiedene Fremdmaterialien hier einmal generische Einstellungen. Prusament ist das neueste von denen. Dann haben sie aber hier auch Filamentum, Colorfab und so weiter. Colorfab sitzt, glaube ich, in den Niederlanden. Filamentum, meine ich, habe ich vergessen. Ich glaube auch in der Tschechei. Also es ist nicht alles jetzt hier aus Asien, jedenfalls nicht die fertig gedruckten Sachen. Ja, also das ist ein Spielzeug, mit dem man sich sehr lange beschäftigen kann. Und auch durchaus ein interessantes Hobby, auch wenn ich da jetzt sehr kritisch drüber berichte. Das Ganze hat eine Faszination, das kann man nicht leugnen. Man kann irgendwas konstruieren und hat dann wenige Stunden später so ein Objekt in der Hand. Das hat schon was. Wobei dieser Drache in seiner vollen Pracht, was zeigt er an? Achso, den muss ich hier gucken. Kosten 2,30 €. Jetzt ist dieses Bild schon wieder im Weg. Moment. Kann ich das nicht irgendwie verschieben? Ich sehe momentan die Druckzeit, da ist sie, 8 Stunden und 30 Minuten. Ja, das dauert halt eine Weile. Das sind sehr viele Schichten und da ist der Drucker also eine Weile mit beschäftigt. Gut, dann können wir hier wieder zurückgehen. Wenn da nicht Fragen zu sind, wie sieht denn das mit Fragen aus? Irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ich sehe jetzt momentan nicht alle. Da gibt es irgendeine Frage von Gerald. Ja, ich wollte fragen, du sagst, du stehst bei der ersten Schicht immer daneben. Verwendest du nicht irgend sowas wie Octopi mit einer kleinen Kamera, damit du es bequemer vom Arbeiten zu machen kannst zum Beispiel? Das wäre professionell. Nee, habe ich nicht. Ich habe die einfache Lösung. Wir haben drei hinten stehen, die drucken vor sich hin. Und wenn ich irgendwie experimentiere oder einstelle, dann steht er hier in Reichweite. Ihr druckt einfach Ganz nur mit einfach. von der SD-Karte aus die Ja, Sachen. ganz einfach. Dieser lässt sich ja, glaube ich, auch noch nicht so wirklich vernetzen. Der kleine, der jetzt neu rausgekommen ist, den kann man ja auch vernetzen zu einer Printerfarm. Nee, das machen wir also ganz einfach. Und dann hattest du, glaube ich, gestern noch gefragt, warum wir keinen Pulverdrucker angeschafft haben. Da kann ich auch noch was gerne zu sagen. Da habe ich mich ziemlich intensiv auch informiert. Das war nicht ursprünglich mein Plan. Ich wollte für diese Gehäuse so einen Pulverdrucker anschaffen und bin dann aber wieder davon abgekommen. Zunächst mal ist es so, dass diese Drucker mit einem Nylonpulver arbeiten
Und dieses Nylonpulver wird auch wieder schichtweise aufgetragen und dann kommt von oben ein Laser und verschmilzt das Pulver dort, wo es später fest sein soll, dort, wo man später Material haben will. Das Verfahren hat zunächst einmal einen unheimlichen Charme. Man braucht nämlich keine Stützstruktur. Das Pulver selber ist die Stützstruktur. Ich kann also im Grunde genommen jeden Sheet drucken, auch in jeder beliebigen geometrischen Ausrichtung. Das spielt keine Rolle. Ich kann sogar zwei Teile drucken, die erst weiter oben zusammenwachsen und solche Geschichten. Okay, das ist jetzt auch wieder Quatsch. Das könnte ich hier auch. Aber auch diese ganzen Winkeleinschränkungen und so weiter entfallen da mehr oder weniger. Also eigentlich eine tolle Sache. Ja, und dann beschäftigt man sich dann näher mit und stellt fest, erstens, die Drucker sind natürlich nicht billig. Ich glaube selbst, also die einfachsten, die ich gefunden hatte, lagen so, oh, ich muss lügen, 5000 Euro aufwärts. Formlab bastelt jetzt schon seit bestimmt über 2 Jahren an so einem Drucker herum und verschiebt den Termin immer wieder weiter. Die Formlab-Variante soll etwa 10.000 kosten. Also diese Drucker sind schon in einer anderen Kategorie auch. Und wenn man dann mal Formlab weiterschaut, dann stellt man fest, dass sie zu diesen 10.000 auch noch ein Paket anbieten, was über 20 kostet. Wieso das? Naja, bei dem vernünftigen Paket ist eine Reinigungsstation dabei. Die sieht so ein bisschen aus wie aus dem alten Chemieunterricht so ein Abzug. Also es ist ein richtiger großer Tisch mit einer entsprechenden Schutzeinrichtung davor. Also eine Glasscheibe, die man runterfahren kann. Und dieser Tisch wird benutzt, um hinterher die Objekte, die man gedruckt hat, aus diesem Pulverklotz herauszuarbeiten. Also dazu muss man wissen, so ein Pulverdrucker erzeugt immer einen ganzen Klotz, der heißt dann hinterher Cake, den nimmt man als Ganzes aus dem Drucker raus und dann muss man die Objekte, die man gedruckt hat, aus diesem Pulverklotz herauspulen. Und weil das natürlich Pulver ist und noch dazu sehr feines Pulver, braucht man schon mal einen Atemschutz oder zumindest eine halbwegs vernünftige Maske. Anschließend hat man den Staub überall herumfliegen natürlich logischerweise, deshalb bietet Formlab konsequenterweise ja dieses Ding mit dem Abzug quasi an, um die Sauerei ein bisschen zu verhindern. Außerdem ist das so konstruiert, dass alles, was man da abpult, durch ein Sieb runterfällt, damit man es wiederverwenden kann. Sonst hätte man ja einen unglaublichen Verschleiß auch. Das Pulver ist nicht billig, das liegt pro Kilo auch so irgendwo bei 100 Euro aufwärts. Also ist keine günstige Sache. So, aber der entscheidende Punkt, wo ich dann angefangen habe nachzudenken und dann doch böse irritiert war, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstanden habe, ist dieses Pulver, was nach dem Druck überbleibt, nicht hundertprozentig recycelbar. Ich habe so im ersten Moment gedacht, na gut, das fängt man unten auf mit einem Sieb und dann haut man das wieder in den Drucker rein und benutzt es für den nächsten Druck und dann ist das ja unglaublich effizient, weil nichts verloren geht. Aber da gibt es einen Haken, ich konnte nicht herausfinden, warum. Aber man muss zu diesem einmal benutzten Pulver mindestens 50% neues Pulver dazu mischen, sonst haut das irgendwie nicht hin. Es muss einen Grund haben, ich konnte ihn nicht wirklich herausfinden. Es gibt sogar spezielle Zusatzgeräte, die dann benutzt werden, um das Pulver aufzubereiten und neu zu mischen. Also irgendeinen Grund gibt es, ich weiß es nicht, welcher es ist. Die Pulverdrucker haben also den Nachteil, dass sie vielleicht nicht eine ganz so große Sauerei veranstalten, wie die Drucker, die mit Harz arbeiten, aber es ist schon eine ähnliche Kategorie. Und man muss dann auch einen Raum dafür abstellen, glaube ich, wo man das macht. Das kann man nicht in der Werkstatt machen, und es hat dann den Staub in der ganzen Werkstatt irgendwo rumfliegen. Und dann kommen einmal die Kosten natürlich dazu, die sind nicht ganz ohne. Und auf diese Drucker haben natürlich, naja gut, okay, da ist es dann auch sinnlos, da würde man Hohlräume immer komplett füllen. Also so eine Struktur, wie man sie, wie ihr sie momentan nicht seht, also so eine Infillstruktur, wie man sie bei diesem Drucker hier hat, wäre auch bei Pulver unsinnig, denn da kommt das Pulver ja auch nie wieder raus, im Grunde genommen. Das heißt also, das ist da auch keine Lösung. Was man natürlich bei Pulverdruckern machen kann, was wieder auf der Habenseite ist, man kann in diesem Bauraum, der ist ja meistens irgendwie rechteckig in irgendeiner Art und Weise, kann man tatsächlich beliebig viele Objekte in beliebiger Ausrichtung übereinander stapeln. Also man kann den Druckraum enorm gut ausnutzen. Ich könnte dort also einen Drachen so hinstellen, den anderen Drachen auf dem Kopf daneben positionieren und noch einen frei in der Luft hängen. Der wäre ja später nicht frei in der Luft hängen, der würde ja in diese Pulver liegen. Und man kann also den Bauraum sehr, sehr gut ausnutzen. Okay. Hat alles seine Vor- So wie bei Escher. Du kennst ja sicher die Zeichnung, zwischen jedem Drachen ist noch ein Drache. Bei Escher. Genau, wenn man die dann so immer kleiner werden lässt, dann kann man da in einem Druck tatsächlich ganz schön viele von fabrizieren. Was allerdings nichts an der Druckgeschwindigkeit ändert, die ist also ähnlich wie bei diesen Dingern hier, wenn da mit einem Laser gearbeitet wird, ist das furchtbar langsam. So, was sagt denn? Noch aus dem Chat, ja, bitte. Und zwar, der Chat fragt, welche Gehäuse druckst du damit und in welchen Stückzahlen machst du das?
Ah, wir haben hier einmal sehr kleine Gehäuse. Hoppla. Das ist wahrscheinlich ein Mitbewerber. Nein, ist er nicht. Keiner. Okay, das sind die kleinsten Gehäuse, die wir hier drucken. Und davon kommen wir, naja, wir mit unseren drei Druckern, wir haben pro Schuss haben wir acht Gehäuse, das sind also schon mal 8, 16, 24, das schaffen wir zweimal am Tag, also fast 50 Stück am Tag. Mit den drei Druckern, wenn wir alle vier nehmen, sind es noch ein bisschen mehr. Und ich versuche mal eben, ob das hinhaut. Moment. Haut nicht hin. Wieso nicht? Verkehrt. Mein Gott, ja. So, Achtung. Hat man es gehört? Ja. Also das klickt. Das passt wirklich hundertprozentig, dieses Teil hier. Das kann man auch jetzt wieder so auseinandernehmen. Also von der Maßhaltigkeit kann man nicht meckern. Und das wird auch an die Kunden weitergegeben oder ist das jetzt nur für euch für Kleinserien? Nee, es tatsächlich geht auch an Kunden weiter, wobei man dazu sagen muss, da kommt sowieso ein riesiges Etikett darum. Das heißt, der Kunde sieht davon am Ende gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Die Oberfläche ist natürlich, naja, also gut, das ist nicht hundertprozentig professionell. Im Modellbaubereich wird es sicherlich akzeptiert, weil die es auch akzeptieren, wenn man das in Schrumpfschlauch einschrumpft. Nicht? Und das ist letztendlich ja noch unschöner, das Ganze. Ja. Ruhig an der Stelle nochmal. Also hier habe ich Wandstärken, die schon sehr klein sind. Und damit sind wir wieder bei dem Design, was zum Drucker passen muss. Der Drucker hat von dem Filament her und von der Düse her eine bestimmte Breite, in der er druckt. Das sind hier so 0,4, irgendwas 0,48 Millimeter breit. Und wenn ich hier Wände drucken will, dann muss ich ein Vielfaches von diesem 0,48 nehmen, sonst haut das nicht hin. Sonst fängt der Schleißer an zu improvisieren und das Ergebnis ist dann nicht mehr wirklich maßhaltig. Das heißt, die Wände sind immer entweder zwei Filamente breit oder drei Filamente breit oder vier Filamente breit. Wenn sie noch breiter werden, dann ist es langsam egal. Dann kann der Drucker innen drin wieder mit einem Infill arbeiten. Aber bei dünnen Wänden muss man sich exakt auch orientieren an dem, was der Drucker kann. Sonst kommt da nichts Brauchbares bei raus. Solche Einschränkungen gibt es auch bei dem Form. Die habe ich jetzt eigentlich nicht im Kopf. Also so eine Wand muss in sich ja auch stabil sein. Sonst gibt es mit dem Druck ja grundsätzlich Probleme auch bei den Harzdruckern, weil eben das Harz nicht wirklich steinhart ist, wenn es ausgehärtet wird, sondern so eine Restelastizität behält. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Das ist vielleicht das Beste, wenn wir so vorgehen. Achso, ich habe auch noch ein großes Gehäuse. Wo ist das? Hier. Kann man das sehen in etwa? Das ist also mal ein größeres Gehäuse, was hier entstanden ist. Und die Oberflächenqualität ist jetzt, na, vielleicht kann man es so gerade eben sehen. Da gibt es nämlich einen Trick. Normalerweise druckt man diese Gehäuse so, dass die beiden so flach auf dem Druckbett liegen. Und dann sieht man allerdings auch, dass es 3D-Druck ist an der Oberfläche. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist aus Fäden zusammengebaut und das sieht man auch. Und Prusa selber bietet aber, jetzt kommt wieder der Klack-Effekt, das passt also auch wieder super. Prusa selber bietet aber auch eine andere Druckunterlage an. Und diese Druckunterlage hat eine Struktur. Und das ist einfach der Trick. Diese Struktur findet man hinterher auf dem Druck wieder. Und die kaschiert praktisch die Tatsache, dass das aus einzelnen Strichen zusammengesetzt ist. Und man hat hinterher eine Top-Oberfläche. Allerdings auch nur auf einer Seite natürlich. Nur auf der Seite, mit der das Ganze hier unten liegt. An den Seiten kann man dann wieder sehen, dass es ein 3D-Druck ist durch diese Struktur, die da entsteht. Aber trotzdem, das benutzen sie auch für ihre eigenen Druckteile und dann sieht das alles immer ein bisschen besser aus. Ja, hier noch eine verrückte Sache, die man machen kann. Dieses Gehäuse hat ein Sichtfenster, das ist auch aus PET, also aus diesem Biwakzeug. Und natürlich kann man einfach einen Ausschnitt machen und das Sichtfenster hinterher einkleben. Klar, das geht immer. Hier ist es noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe den Druck in einer bestimmten Höhe unterbrochen, dann eine grob zugeschnittene Scheibe reingelegt. Die muss ich dann noch mit zwei Tropfen Kleber etwas fixieren, damit die nicht abhaut. Und dann kann man das, wenn man das mit der Höhe so ein bisschen austaxiert, so hinkriegen, dass der Drucker später die Scheibe sozusagen mit einbaut. Und dann sieht die so aus, als wenn die da schon immer irgendwie drin gewesen wäre. Die ist natürlich nicht mitgedruckt, das ist klar, das würde nicht gehen. Aber solche verrückten Sachen kann man auch machen. Sehr schön. Hast du auch Tipps, wie du dieses Zusammenklipsen gut hinbekommen hast? Verwendet ihr da Libraries in OpenSCAD oder verwendet habt ihr das selbst, was gebastelt? Nein, gar nicht. Wir haben also eigentlich, also in OpenSCAD kann man ja auch also mit positiv und negativ praktisch arbeiten.
Nicht? Das heißt, ich habe in einer Seite diese entsprechende Verzahnung hier, die Nut und Feder definiert und das Ganze dann in OpenSCAD auf den anderen negativ raufgelegt, um genau passende Ausschnitte zu haben. Und mehr haben wir nicht gemacht. Eine Anpassung in irgendeiner Art und Weise war nicht erforderlich. Also der Drucker ist in der XY-Achse wirklich so präzise, dass das hinterher, man hört das vielleicht, dass das wirklich hinterher genau passt. Da kann man nicht meckern. Da war ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Das ist also wirklich tippitoppi, was das anbetrifft. Zack. Ja, haben wir noch irgendwie Fragen? Was habe ich denn hier noch? Das hatten wir, die Schicht hatte ich erwähnt, Infill hatte ich erwähnt, Design hatte ich erwähnt. Ja, okay, warum kein Pulverdrucker vielleicht? Also das hatte ich schon gesagt, der Harzdrucker ist eine Sauerei, der Pulverdrucker würde eine umfangreiche Nachbearbeitung erfolgen. Und bei diesen Gehäusen hier, auch wenn sie von der Oberfläche her jetzt vielleicht nicht so der Hit sind, haben wir einfach den Vorteil, dass es überhaupt keine, es gibt keine Notwendigkeit, das nachzubearbeiten. Die können wir einfach beim Drucker entnehmen und dann ist das okay. Gut, das ist jetzt PET, das heißt, da entstehen so Druckfäden. Das könnte man jetzt hier wunderbar sehen. Da muss ich allerdings die Kamera, ich nehme die Kamera jetzt doch mal eben an. Vorsicht, wackelt. Wackelt. Vielleicht kann man das ja sehen. Sieht man das? Ja, da sind so Fäden. Ich hoffe, die Auflösung reicht, um das sehen zu können. Das ist typisch für PET. Da entstehen leider beim Druck, je nachdem, mehr oder weniger auch solche Fäden. Die lassen sich aber sehr einfach entfernen. Die kann man hinterher einfach abpulen und dann sind sie weg. Das ist also kein großes Drama. Putzigerweise hängt das nicht nur vom Material ab, sondern auch vom Slicer. Es gibt Slicer, die da sehr raffiniert sind und beim Abheben des Druckkopfs immer erstmal so ein Stück nach innen praktisch fahren, was das Material anbetrifft. Und dann werden diese Fäden in der nächsten Schicht irgendwie so halb mit eingebacken und tauchen dann nicht so häufig auf. Andere Slicer haben eine schlechtere Strategie oder wechseln auch sehr oft zwischen zwei Objekten hin und her und dann hat man hinterher wesentlich mehr Fäden. Ich habe am Anfang gedacht, das würde nur mit dem Material zusammenhängen, aber die Slicer haben da auch alle möglichen Software-Tricks drin, um die Qualität beim Druck zu erhöhen. So, Vorsicht, wackelt wieder. Ich stelle das mal zurück. Ja, zu den Fäden kann ich dann auch sagen, ich finde das schon ganz gut, dass der nicht immer retracted wird bei jedem einzelnen Mal, wenn er aufhebt, weil da kriegst du dann wieder Verunreinigungen rein, das ist eine verstopfte Düse. Das hatte ich auch ein paar Mal dabei. Ja, da gibt es, ja. Wir sind uns da nur einig, das ist nicht so ganz ohne, sagen wir mal so. Also man muss da ein bisschen Erfahrung sammeln, wenn das klappen soll. Und das ist ja auch Teil dieses, ja, für viele ist es ja auch ein Hobby, muss man ganz klar sagen. Das heißt, ihr pulst das ab, die Fäden, ihr macht das mit der heißen Luft, so wie andere? Doch, das gibt, die Möglichkeit gibt es auch, das machen wir auch, dass wir einfach einen Heißluftföhn davor halten und dann schrumpeln die mehr oder weniger weg und dann ist gut. Ja, was kann ich noch erzählen? Große Ratlosigkeit. Wenn, also jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie noch Zeit. Was sagt Carsten? Carsten sagt nichts. Im Grunde genommen können wir ja selber bestimmen, wann wir aufhören. Ich kann, wenn Interesse besteht, noch kurz berichten über das, womit ich meinen Sommerurlaub dieses Jahr verbracht habe. Und nicht nur meinen Sommerurlaub, sondern noch einiges an Arbeitszeit. Das richtet sich vor allen Dingen an Martin. Und zwar hatte ich ja letztes Jahr was erzählt von einem Ausbildungscomputer und einem seriellen Prozessor mit TTL-Bausteinen und lauter solchen Geschichten. Ich mache das hier mal eben wieder weg. Schwupp. So. Und das Projekt hat dann so eine Kehrtwendung genommen. Eine Kehrtwendung nicht wirklich, sondern eine 90-Grad-Wendung. Ich habe dann irgendwann im Sommer Angst bekommen, dass ich das alles nicht schaffe. Denn einen Prozessor aus TTL komplett selber zu machen, ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Da wird man Fehler machen, das ist hundertprozentig klar. Und dann braucht man, wenn man es in der Ausbildung einsetzen will, natürlich auch ein entsprechendes Ausbildungsmaterial. Man muss einen Assembler selber schreiben, auch wenn ich da Hilfsangebote hatte, wäre das alles ganz furchtbar eng geworden. Und dann habe ich stattdessen alternativ ein altes 68HCF-Design aus der Schublade gezogen und dann dieses Ausbildungsding lieber auf der Basis von einem alten 68HCF gebaut. Der wird der eine oder andere noch kennen. Das ist ein steinalter Prozessor und einer der einfachsten, die man heute überhaupt noch kaufen kann. Der ist auch absurd teuer. Okay, kostet, glaube ich, irgendwas um 14 Euro im Einkauf oder so, was also natürlich ein Witz ist im Vergleich zu anderen Systemen, die man heute kriegt für 50 Cent, die schneller sind. Aber das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja darum, ein ganz einfaches System zu haben für die Ausbildung. So,
Und was dabei rausgekommen ist, kann ich hier nochmal versuchen, in die Kamera zu halten. Wenn nicht alle weglaufen, wie sieht das mit dem Licht aus? Nicht gut. Moment. Mehr Licht im Hintergrund, das ist dasselbe Problem, was wir gestern hatten. Der RTX 2000 heißt ja 2000, weil er $2000 jetzt kostet. Ja, genau, so ähnlich ist das mit den alten Prozessoren. Die werden mit der Zeit immer teurer. So, und das ist jetzt das Board, was da entstanden ist. In langen Nächten hätte ich beinahe gesagt, da ist also eine 68.000 drauf, ein bisschen RAM ist da drauf. Das Ganze hat Ähnlichkeit mit dem Steuerteil einer Spielkonsole. Und das ist einfach ein Erfahrungswert. Studenten programmieren nun mal eben am liebsten Spiele. Dann kann man das Ding auch gleich so auslegen, dass es diesem Trend entgegenkommt. Da ist also in der Mitte ein LCD-Bildschirm drauf, 128x64 monochrom. Wir haben hier oben eine 7-Segment-Anzeige. Da muss man mit Interrupts arbeiten, sonst läuft das nicht. Also da muss man multiplexen. Die Gummitaster links und rechts kann man hier nicht wirklich sehen. Da ist jedes Mal noch eine Multicolor-LED unter. Die kann man also auch steuern, um dann ein bisschen noch eine Lightshow zu machen. Dann haben wir einfach zwei Potentiometer noch, damit man irgendwas eingeben kann. Es gibt einen Ladesensor, da habe ich auch den einfachsten ausgesucht, den man finden kann. Der liefert analoge Spannung, also kein aufwendiges Protokoll, sondern nur den AD-Wandler abfragen. Das ist für die Studenten am einfachsten, denke ich mal. Und ich habe auch festgestellt, dass das Board jetzt schon wieder viel mehr kann, als was man in einer Assembler-Übung überhaupt in einem Semester durchziehen kann. Da habe ich also selber wieder zu viel vorgehabt und musste also ein bisschen zurückstecken, weil es ja letztendlich um die Programmierung auch geht und so sehr in die Details kann man da gar nicht gehen. Und dann hat das Ding hier oben noch zwei Schnittstellen, die orientieren sich an den Mikrobus. Möglicherweise habt ihr da auch noch nie was von gehört. Ist also nicht so verbreitet. Ich kann da aber was einblenden. Moment. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Bildschirm freigeben. Wo ist er? Hier, da glaube ich. Sieht man das? Kann irgendjemand den Daumen hochhalten? Ja, man sieht das? Okay, ich bin jetzt bei Digi hier. Das ist also ein Distributor letztendlich und habe eingegeben Erweiterungskarten und zwar Mikrobus und wie heißt das? Mikrobus, jetzt kann ich nicht scrollen, doch hier. Von der Firma Mikroelektronika Mikrobus-Symbole, Module. Das sind Module, die ein einheitliches Schnittstellenformat haben. Man kennt das vom Arduino. Diese hier sind sicherlich in Hobbykreisen kaum bekannt, denke ich mal. Allerdings zu Unrecht. Die kamen eigentlich von der Firma Mikroelektronika, aber die haben das freigegeben. Das kann also jeder verwenden, der dazu Lust hat. Und was ich eigentlich zeigen wollte, ist hier oben eine ganz kleine Zahl. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hier steht 758. Und das ist kein Witz. Es gibt wirklich über 700 von diesen Erweiterungsmodulen mit allen nur erdenklichen Scheiß. Also verschiedene Chips für Schrittmotorsteuerung, die werden auch in allererster Linie zur Evaluierung von irgendwelchen Chips benutzt und teilweise auch schon von Herstellern unterstützt. Dass also Hersteller sich auf dieses Format stürzen oder so eine Platine anbieten, um ihren Chip zu promoten. Dabei geht es in der Regel immer um Peripherie-Chips, Audio, AD-Wandler, Barometer sehe ich hier, irgendwas zur Batterieüberwachung und so weiter und so weiter. Also ein enormes Angebot. Leider ist diese Norm, also es ist ja keine richtige Norm, aber was Mikroelektronika sich da ausgedacht hat, die haben vielleicht auch nicht geahnt, dass das so einschlägt, ist nicht so ganz hundertprozentig. Deshalb habe ich hier die Situation, dass auf meinem Board leider nicht alle von diesen 600 Dingern, die es gibt, passen. Da gibt es manchmal Probleme mit den Signalen. Klar, ich habe dann aber auch selber welche fabriziert. Das hier sind zwei Ultraschall, ein Ultraschallsender und ein Ultraschallempfänger, mit dem man jetzt hier praktisch ein Ultraschall-Entfernungsmessgerät bauen kann. Und man sieht hier auf dem LCD das Echo. Nach rechts wäre also größere Entfernung. Das Echo, was man hier momentan sieht, ist meine Decke hier oben. Und wenn ich jetzt hier irgendein Objekt vorhalte, zum Beispiel mein Handy, dann sieht man je nachdem, in welcher Entfernung, so, wandert das dann weiter nach rechts. Also es ist ganz einfach das Echo, was man da auf dem Display sehen kann. Damit das Ganze ein bisschen interessanter wird für die Studenten. So, was habe ich noch fabriziert? Es gibt ein Infrarot-Kommunikationsmodul, was also noch einfacher ist wie IRDA. Das könnte man da also auch draufsetzen. Dann habe ich ein Pulsmesser, der das am Finger feststellen soll. Der funktioniert leider nicht, muss ich zugeben. Da ist irgendwas schiefgegangen, ich weiß es nicht, vielleicht finde ich das nochmal raus.
Dann gibt es ein kleines Lautsprechermodul, auf super einfach gemacht, damit der Schallplan auch irgendwie verständlich ist. Also keine Spezial-ICs, sondern ganz billig gemacht mit ein paar Widerständen. Ja, und die Idee war, das dann eben auch zur Verfügung zu stellen, um das interessant zu halten. Ja, natürlich kann man, um der Frage vorzugreifen, natürlich kann man da Force implementieren. Das müsste dann nur jemand machen. Ach so, ein Feature ist noch ganz interessant. Ich kann hier in einem seriellen E-Quadratform 4 Images vom Speicher ablegen. Das heißt, man kann ins RAM sein Programm reinspielen, ausprobieren und testen und dann per Knopfdruck das so ein Image im internen E-Quadratform ablegen. Das ist also ein Subminiatur-Betriebssystem praktisch drauf und dann on the fly zwischen 4 verschiedenen Applikationen wechseln. Mit Tastendruck und einmal Reset-Taste drücken. Ja, das war mein Sommer, sozusagen. Und das ist aus dieser ganzen Geschichte geworden, wobei ich das mit dem TTL-Prozessor nicht aufgegeben habe. Ich finde die Idee immer noch eigentlich spannend. Ich würde das sehr gerne machen. Das Einzige, was fehlt, das geht uns allen so, ist Zeit. Das kennen wir alle. Ja, und dann bin ich dann auch schon auch damit durch. Gibt es da noch irgendwas zu, was ich da erzählen soll oder irgendwelche Fragen? Hoffentlich wird es bald wieder Sommer. Ja, das ist richtig. Gut, vielen Dank einmal soweit. Ich würde sagen, wir sollten dann langsam in die Abendbrotpause gehen, dass wir dann um 8 pünktlich weitermachen können. Ja. Also wenn es noch Fragen gibt, vielleicht machen wir noch 3 Minuten Fragen. Im Chat habe ich mal keine bis jetzt. Nee, hier schreibt irgendjemand, dass Aldi Süd, dass Aldi Süd einen Drucker anbietet, ja. Ja, also da kann man auch dazu sagen, Martin, du willst immer einen Drucker haben mit einer großen Community, damit du deinen Fehler, den du gerade hast, auch irgendwie rauskriegst und sonst ein Albtraum, wenn du irgendein unbekanntes Ding hast. Der Prusa ist ja nicht wirklich billig. Das zusammengebaute Teil kostet gut 1.000 Euro. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Wenn man sich den Drucker mal anguckt, hat er ja auch so ein paar Stellen, wo man so wirklich die Stirn runzeln muss. Er druckt aber gut und die Ersatzteilversorgung ist hervorragend. Leider haben wir auch schon Ersatzteile gebraucht, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir hier ganz schön viel drucken. Also nach ungefähr 400 Betriebsstunden hatten wir ein Problem mit den Lagern. Vielleicht habe ich da auch zu wenig gefettet, das kann auch sein. Und bei 2 von unseren 4 Druckungen gab es auch schon einen Kabelbruch an einer Stelle hier hinten. Das ist so eine Schwachstelle, ganz einfach, wo sich das immer bewegt. Ja, okay, aber dann meldet man sich da und dann schicken die dann halt da einen neuen Sensor mit Anschlusskabel zu. Und das Ersatzteil, selbst wenn ich es offiziell kaufen würde, kostet 6 Euro und dann ist das Thema durch. Super. Ja, also ich glaube, Martin hat noch eine Frage. Ja. Ja, und zwar der 68.000er war ja im Atari drin. Und es gab auch Force für den Atari. Wie schwer stellst du dir das vor, so ein altes Atari-Force darauf zum Laufen zu bringen? Also da haben wir ein Missverständnis. Hier ist kein 68.000 drauf, sondern 68HC11. Das ist ein 8-Bit-Prozessor. Ja, das ist, also beim 68.000 wäre es auch ein Witz, den hatten wir ja vorher im Einsatz hier. Das ist also ein kleiner 8-Bitter. Wer mit einem 6502 umgehen kann, kommt mit dem Ding auch klar. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten doch. Und es ist ein sehr altes Teil. Ich habe auch eine ganze Weile hin und her gezögert, aber da muss es einfach mal vorwärts gehen. Da muss man an einem Punkt sagen, das ist es jetzt. Und das alte Ding hat immer noch einen Vorteil. Es ist so ein kleiner Bootloader mit eingebaut. Das heißt, da von außen Software reinzukriegen, ist sehr einfach. Da braucht man nur da gibt es auch Software für, da muss man das im Grunde genommen nur mit so und so viel Boot übertragen und dann geht das immer irgendwie weiter. Also es ist ganz einfach zu handeln. Leider ist die Software, die man dafür braucht, inzwischen natürlich auch steinalt und läuft nicht mehr auf jeder Betriebssystemversion. Das ist eigentlich eher das größere Problem. Aber ich habe lange hin und her überlegt und die meisten anderen waren mir einfach zu kompliziert. Ja. Okay, gut.